60 Sekunden Selbstständigkeit heute mit? Melchior. Melchior, was machst du? Ich bin Content Creator. Ich bin gelernter Steuerfachangestellter und produziere in erster Linie gerade Videos über das Thema Steuern. Und wer ist da deine Zielgruppe? Solo-Selbstständige. Also ich selbst war immer einzeln-solo-selbstständig, nebenberuflich, hauptberuflich. Und ich habe immer das Gefühl, dass man da nie Informationen über das Thema Steuern bekommt. Selbst wenn ich BWL studiere, lerne ich, wie Großkonzerne ihre Buchhaltung machen, weiß aber nicht, wie ich selber machen soll. Und deswegen dachte ich, das Thema interessiert mich, also mache ich den Content speziell für die. Hab BWL studiert, keine Ahnung von Steuern, kannst du absolut nachvollziehen. Wie bist du dazu gekommen? Tatsächlich war das in einem Job, in meinem vorherigen Unternehmen. Ich habe pro Tag so 10 Onboarding-Telefonate gehabt mit potenziellen Kunden, wo ich denen grob erklärt habe, wie die Zusammenarbeit funktioniert, was sie steuerlich beachten sollen und so weiter. Und spätestens nach dem dritten Gespräch wusste ich nicht mehr, was ich den Leuten erzählt habe. Und die Qualität nahm auch ab, weil ich dann Dinge vorausgesetzt habe. Andere Sachen habe ich dreimal erzählt in einem Telefonat, wo ich dachte, vielleicht nehme ich es einfach mal einmal sinnvoll auf und dann können sich Leute das angucken. Und wenn sie dann noch Fragen haben, dann können sie mit mir telefonieren und dadurch spare ich ganz viel Zeit. Die Qualität des Onboardings wird besser. Und damit habe ich angefangen. Was dann ganz lustig war, ist, dass ganz viele Nicht-Kunden die Videos trotzdem angeschaut haben und das Feedback ganz positiv war. Und dann dachte ich mir irgendwann, vielleicht mache ich mehr Videos und weniger Telefonate. Und wie hast du dann den Sprung dahin gemacht? Es war tatsächlich sehr viel selbst ausprobiert. Das war damals auch ganz lustig, weil in dem Unternehmen hat eigentlich keiner so wirklich dran geglaubt. Aber ich hatte extrem viel Spaß, Inhalte so aufzubereiten, dass das halt Leute irgendwie das Thema Steuern dann begreifbar machen. Nicht so das ganze theoretische Konstrukt mit den Paragraphen, sondern wie mache ich es ganz konkret in der Praxis, wenn ich vor Elster sitze. Und dann kommen halt Kommentare. Und dann hat man so ein... Es ist zwar ein asynchrones Miteinander, aber man kriegt ganz schnell Feedback dazu und das ja, hat sich dann so hochgeschaukelt. Und tatsächlich habe ich das in meinem Büro damals gemacht, weil mir keiner die Ressourcen geben wollte. Habe ich mir die Kamera ausgeliehen und mit dem Handy gefilmt und so weiter. Und nachdem es dann irgendwann funktioniert hat, habe ich Gott sei Dank auch das Budget dafür bekommen. Aber damals war das erstmal eigentlich ein kleiner Test. Aber die Zahlen waren sehr, sehr gut. Also Klickaufrufe, Klickzahlen und so weiter waren so gut, dass es auch relativ zügig gewachsen ist. Mega cool. Und wie hast du dann den Schritt dahin gemacht, dich damit dann selbstständig zu machen? Es war ganz witzig, weil wir das Unternehmen verkauft haben, für das ich das gemacht habe. Und bei Content-Kanälen, wo eine Person so das Gesicht ist, hat man als Unternehmen immer so die Herausforderung, wenn diese Person dann nicht mehr da ist, kann versuchen, andere Formate zu nehmen. Aber da wir das Unternehmen verkauft haben, kam ich mit dem Vorschlag und habe gesagt, vielleicht möchte ich als Gegenleistung nicht ausschließlich Geld haben, sondern ich würde gerne meine Community einfach mitnehmen und unter eigenem Namen mitbetreiben. Von daher muss man sagen, das ist mehr oder weniger so ein bisschen der Verkaufspreis gewesen und mein Abschied, dass ich das mitgenommen habe. Das heißt, es war Teil der Vergütung für den Unternehmensverkauf. Okay, cool. Und du hast dann also das weitergemacht und warst du dir schon sicher, dass du damit dann dich wirklich selbstständig machen willst und das Vollzeit machen willst? Also erstmal ja, es ist sowieso, habe ich immer so Jahrzehntepläne gemacht. Da wusste ich genau, was will ich in 10 Jahren und dann muss ich ehrlicherweise sagen, sind meine Interessen aber so, wandeln sich auch so schnell und entwickeln sich, dass ich inzwischen die 10-Jahrespläne nicht mehr mache, sondern maximal so 2-Jahrespläne, 3 Jahre vielleicht. Und ich wusste zumindest, dass ich die nächsten 2 Jahre das machen möchte. Ich kann auch heute schon sagen, das wird nicht ausschließlich immer bis in alle Zukunft mein einziges Standbein bleiben, weil dafür ist es mir dann doch zu einsam irgendwie mit der Kamera zu sprechen. Ich hätte gerne auch wieder so diese Beratungssituation in dem Team zu arbeiten und so, das habe ich gerade da nicht. Für jetzt gerade mit kleinen Kindern zu Hause ist das perfekt, aber irgendwann wird das wahrscheinlich aufgehen, dann wieder in irgendeine Kanzlei oder irgendwie sowas. Okay, verstanden. Und planst du denn damit dann einfach weiter selbstständig zu bleiben oder kannst du dir auch vorstellen, nochmal wieder zurück ins Unternehmen zu gehen? Also in das Unternehmen nicht. Es fühlt sich immer ein bisschen eigenartig an, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und dann zu verkaufen und dann anschließend Angestellter in einem fremden Unternehmen zu sein. Das ist nicht so meins. Ich bin auch vom Herzen, ich habe immer gesagt, das Thema Steuern und auch großes Unternehmen mache ich eigentlich nur, bis das ganze Thema Steuern und Buchhaltung so einfach ist, dass ich dann einfach wieder alleine selbstständig sein kann und dann wieder einfach nur als Freelancer und alleine arbeiten kann, weil dann ist das Problem gelöst für mich, aber für alle anderen Selbstständigen auch. Von daher brauche ich immer irgendwas, wo ich mich selbstständig fühle. Das heißt nicht zwingend, dass der Vertrag, den ich in der Hand habe, jetzt ein Freelance-Vertrag sein muss, der kann auch ein Angestelltenvertrag sein, wenn das ein Unternehmen ist, was ich unternehmerisch so mitprägen kann.
zum Beispiel als Geschäftsführer oder Gesellschafter oder so. Also immer den Einfluss zu haben als quasi Selbstständiger oder Gestalter. Ja, genau. Okay, ich möchte noch ein bisschen mit dir über die Content-Generierung oder das Business dahinter sprechen. Wie ist denn das für dich? Hast du einen ganz großen Druck, ständig deinen Content produzieren zu müssen? Gar nicht. Es haben viele Content-Creator, aber dadurch, dass ich Tutorials drehe und das wahrscheinlich unattraktivste Thema, was man nur haben kann, ausgesucht habe, das Thema Steuern, lebt mein Content gar nicht so sehr davon, dass wenn ich jetzt was veröffentliche, jetzt die Klicks bekomme. Sondern das sind halt Tutorials und eine Umsatzsteuervoranmeldung muss ich einmal im Monat, einmal im Quartal machen. Und man sieht richtig, wie diese Videos einmal im Quartal so einen kleinen Peak bekommen. Genauso ist es bei Erklärungen, wie man eine Steuererklärung macht. Die kriegen halt einmal im Jahr ihre Aufrufe. Und da gibt es viele Videos, die sind 2, 3, 4 Jahre alt, die kriegen heute noch extrem viele Aufrufe. Von daher ist es mehr wie so eine Bibliothek, mehr so mein eigenes Netflix. Und je größer die Bibliothek ist, desto mehr Klicks bekomme ich insgesamt. Aber es ist relativ wenig so, dass ich jetzt heute was veröffentlichen muss, um heute auch gute Aufrufe zu bekommen. Okay, was sind denn die Schwierigkeiten in dem Business? Also die größte Herausforderung, und ich glaube, daran scheitern auch die meisten, ist tatsächlich diese sehr komplexe Thematik so einfach zu erklären. Weil wir bewegen uns da ja in der Welt des Social Medias, da ist die Aufmerksamkeitsspanne jetzt nicht so wahnsinnig lang. Und da mit dem Thema Steuern sich irgendwo durchzusetzen gegen irgendwie Unterhaltungskontent, weil faktisch passiert das ja auf der gleichen Plattform, dass sich die Leute jetzt entscheiden, okay, jetzt gucke ich mir ein Tutorial an zur Gewerbeanmeldung statt irgendeine seichte Unterhaltung. Das heißt, das muss dann schon in der Präsentation und der Aufmachung so sein, dass man die Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Da hat Steve Jobs irgendwann mal gesagt, jeder Idiot kann Dinge kompliziert machen. Das wahre Genie zeigt sich darin, Dinge einfach zu machen. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung. Okay, und vom Business ist es aber relativ stetig für dich, dass du auch einfach dadurch, dass du quasi so eine Bibliothek hast, das immer einigermaßen solide läuft? Genau, es gibt unterschiedliche Einnahmenquellen. Einmal zahlt einem YouTube direkt ja die Beteiligung an Werbeerlösen aus. Dann hab ich Affiliate. Einnahmen, ich habe manchmal feste Sponsorings und das sind halt Werbekampagnen von irgendwelchen Tools, aber das ist relativ konstant. Ich habe so zwei Saisons pro Jahr, einmal das Jahresanfang, da ist so die Zeit, um sein Buchhaltungsprogramm, sein Rechnungsprogramm zu wechseln und einmal der Monat vor der Abgabefrist für die Steuererklärung. Da gibt es so einen zweiten Peak und ansonsten ist es aber sehr, sehr stabil. Okay. Was würdest du den anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Sich selbstständig zu machen, also ist es auf jeden Fall wert. Am Anfang ist es aber, es ist herausfordernd, gerade diese ganze Gründungsbürokratie. Weil gefühlt ist man als Angestellter für nichts verantwortlich. Und sobald man sich entscheidet, jetzt bin ich selbstständig, ist man plötzlich für alles verantwortlich. Selbst wenn man das noch nie gehört und gesehen hat, dann ist man trotzdem dafür verantwortlich. Und dann ist es, wenn was falsch passiert, immer der eigene Fehler. Das heißt, die ultimative Verantwortung zu übernehmen, die kann sehr erdrückend sein am Anfang. Und ich glaube, das Wichtigste ist da, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Weil das wird definitiv einfach mit der Zeit und man hat dann irgendwann so seine Routinen. Und in dem Fall würde ich allen Gründern empfehlen, nicht den Spaß an der eigentlichen Leidenschaft, der eigentlichen Motivation, sich selbstständig zu machen, zu verlieren und sich auch darauf zu konzentrieren und diese ganzen Schmerzthemen entweder komplett abzugeben oder aber so sehr zu timeboxen, dass sie einem nicht den Spaß an der eigentlichen Tätigkeit versauen. Cool. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Danke.